Washington und seine Verbündeten bekommen die Folgen des Truppenabzugs aus Afghanistan deutlich zu spüren. In Europa versuchen Regierungschefs, einer zukünftigen Fluchtbewegung aus Afghanistan zu begegnen und suchen nach Möglichkeiten, mit den Taliban in Austausch zu treten. Deutschlands Außenminister Heiko Maas äußerte sich am Dienstag in Doha. Die Hauptstadt Katars fungierte, wie auch Usbekistan, als Drehkreuz für die Evakuierungen. Allen Beteiligten ist die Dringlichkeit absolut bewusst und alle wissen ebenfalls, dass es ohne internationale Zusammenarbeit nicht gelingen wird, diese außerordentlich schwierige Lage in den Griff zu bekommen. Ich persönlich glaube, es führt überhaupt kein Weg vorbei an Gesprächen mit den Taliban. Zum einen, weil wir ganz praktisch Dinge lösen müssen, wie den Weiterbetrieb des Flughafens, und zum anderen, weil wir uns Instabilität in Afghanistan schlichtweg überhaupt nicht leisten können. Eine Priorität sei es, jenen zu helfen, die das Land mit den Evakuierungsflügen verlassen konnten. Maas warnte vor einer humanitären Krise in Afghanistan und davor, dass das Land unter den Taliban zu einem gescheiterten Staat werden könnte.